Rudolf. Jetzt machst du mal etwas. Komm, zeig mal, was du kannst. Nee, ich kann ja, 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 untertreib nicht. Du bist ein guter. Damals hast du das gespielt als Kind. Dauernd. Fantastisch. Ah, da träume ich schon von. Diese schöne, herrliche, Himmel erklingende Musik. Die Engel tragen ihn fort. Einfach herrlich. Fantastisch. Fantastisch. Große Kunst war das. Für den Anfang, aber was ich noch besser kann. Ja. Aber wenn man das überlegt, du rauchst eine und hast so viel Power in dich. Kannst die Ziehharmonika richtig durchblasen und alles. Ha. Und hierbei brauchst du auch nicht viel Luft. Nein. Das ist auch was für Raucher. Wenn du das öfters machst, umso freier, umso schöner. Die Lunge wird immer freier. Der ganze Kalk oder wie der Zement da drin ist oder was war, ist Ruß, oder? Teer. Kommt alles raus und du bist gesund. Rudolf, guten Tag. Moment, ich frag mal. Peter, ja. Im Golf 3 ein Steuergerät. Gibt's Hubraum und Baujahre? Was? Hubraum und Baujahre. Wie viel Hubraum hat der? Moment. Ein 93er 1,6er. Kuckuck. Ja? Ein 93er 1,6er Golf 3 Steuergerät. Hallihallo. Ja? 93 Golf. Da brauche ich die Nummer, du Pflaume. Ich habe nachgedacht. Da braucht er dann die Nummer von dem Gerät. Okay. Bitte, tschö. Er meldet sich nochmal, wenn es soweit ist. Das ist schön. Werde ich noch zum Nichtraucher? Smoking. Gut, ich rauche so und so nicht. Was haben wir hier? Blue Stain. Blaue Treppen. Bestimmt hat sogar. Und so vergeht die erste Überquerung des Ärmelkanals durch die Ludolfs wie im Flug. Spieleleiter Günther hat eine besonders wichtige Rolle. Er wird seine Brüder über Funk dirigieren. So, Jungs, jetzt geht es langsam los. Das Logischste, ich fahre nach rechts. Uwe und Manny drehen erstmal und Peter fährt langsam weiter. Uwe, fahr weiter! Peter, Manny, auch langsam! Uwe, weiter! Vorsicht, Manny, stopp! Stopp! Der Manny gibt dir gleich Stoff, der alte Knack, oder Peter? Wie war das jetzt? Du Pflaume solltest sagen, dass ich stoppen bleibe! So, Jungs, wollt ihr wissen, wer gewonnen hat? Manfred! Ja! Ja! Idioten. Und
Manny, stopp! Ich weiß nicht, wo ich bin. Scheiße, wo bin ich doch? Ja, wie weiter jetzt zu Saftsack? Ihr fahrt an wie die Sicke! Was soll das? Was war das? Ich glaube, wir machen noch eine Runde. So, jetzt müsst ihr alle drehen. Langsam fahren, Manny auch. Vorwärts fahren und drehen. Stopp! Andersrum, Uwe. Und dreh jetzt um, Uwe. Ja, welche Richtung umdrehen, du Pfeife? Kalt, kalt. Ja, wer kalt? Bitte, kalt, stopp! Stopp! Mann, was machst du, Günther? Du Schlaftablette! Peter, rückwärts! Was ist da los? Stopp, Peter! Ich schnall mich lieber an, mir wird zu gefährlich. Ja, heißer, Peter, heißer! Ja! Stopp, Peter! Den Punkt hat der Peter geholt! Peter, ein klein wenig zurück! Weiter, 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 Uwe, weiter. Stopp! So, und jetzt fahren alle, alle! Langsam! Stopp! Manny! Hören, ich kann nur hören. Ich habe gesagt, ein Schritttempo! Ja! Du gibst der Gas und knallt mit einem Ruck nach vorne! Wie soll ich euch drei Hammel denn alle dirigieren? Manny, zurück! Du Donnerwetter! Wo sind wir denn hier? Weiter zurück! Manny! Jungs! Jetzt fahrt ihr alle drei los, aber wirklich langsam in Schritttempo, bitte. Stopp! Na, Dicke ist wieder auf den Dicken draufgefahren. Nein, ich hab nichts gemerkt, ich bin nirgendwo draufgefahren. Den schönen roten Ball. Du hast das zweite Mal gewonnen. Peter kriegt 2 Punkte. Ja. Okay, ja. Uwe kriegt keinen. Manfred kriegt einen. Das Pferd kommt also, immer näher. Der Käse so. Ist ferne weg. Aber zwischen Haare schneiden und Pferd. Günther ärgert sich über die Kritik an seiner Spielleitung. Jetzt zieht er andere Seiten auf.